Ja, und hier siehst du auch wieder, wie im 90-Grad-Winkel rausgeschnitten. Ja. Ja, aber perfekt. Perfekt rausgeschnitten. Ja. Und wir wissen nicht nochmal, wie tief das geht. Kann ja auch schon viel Humus drauf liegen und Erde. Oh, da ist eine Kamera. Sehr tief sogar. Also hier in Nürnberg am Schmausenburg, das ist in der Nähe vom Tiergarten, und wir haben halt jede Menge Felsen mit den entsprechenden Fischgrätenmustern drauf, 90 Grad Einschnitten. Ja, und offiziell gilt das hier alles als Steinbrüche, die ab dem 13. Jahrhundert Patrizierhäuser und sonstige Bauten in Nürnberg gedient haben. Was natürlich bei den gigantischen Steinen hier, man sieht es ja selber, absolut unmöglich ist. Denn zu der damaligen Zeit, es gab Pferde und Kutschen, die Steine sind ungefähr diese Größe, wenn wir später noch sehen, da liegt einer rum. Mehr ging da nicht. Also das hier sind tonnenschwere Teile. Und da muss man noch eins dazu sagen, das, was wir in Nürnberg sehen, weiß ich ja selber, haben wir ja auch natürlich nicht nur in Baden-Württemberg, das findet man in Japan, das findet man zum Beispiel auch in China, in den Longyearbyen, in der Schweiz, in Emmental, 80 Meter hohe Felswände, also überall das gleiche Muster, und das war eine interkontinentale Kultur, muss es gewesen sein, wo plötzlich verschwand. Möglicherweise sogar interstellar. Schau mal, was ist das hier? Mensch, Moment, das ist wieder Zeichen. Zeichen, natürlich welche Zeichen. Fischgrätenmuster wieder. Gleich mal, nicht das hier. Schau mal, das hier. Das hier, oder? Seht mal. Ja, wir sehen hier wieder Fischgrätenmuster auf dem Felsen. Ja, gut. Aber was könnte sein, wenn es nicht nachträglich? Das glaube ich nicht, dass es nachträglich reingekratzt ist. Soll ich sagen, warum? Das sieht auf jeden Fall genauso ausgewaschen aus wie das hier. Die älter sind vielleicht, die Spuren. Aber hier sieht man schön, wie sie den Fels hier rausgeschnitten haben. Wunderbar, siehst du es. Oh, das sieht verrückt aus. Wow. Das ist ja, das sind alles Verzierungen. Man hat den Stein hier wunderschön bearbeitet.
schreiben die. Dann zeigen sie so ein Bild, so ein Montagebild, dass sie diese Durchschnittchen, die sind mit der einen mit so einem Schrothammer dastehen. Also quasi immer in die gleiche Kerbe rein. Ja. Geht überhaupt nicht. Keine Chance. So, jetzt lass uns so eine Seite einspielen. Ich habe doch von vorne kommen müssen. Alles komplett durchschraffiert. Wieder die Fischgrätenmuster. Ja. Amja. Ja, das ist ungefähr so 3,5 cm hier. Mhm. Ja, es ist ziemlich parallel eigentlich fast. Das ist Wahnsinn. Hier hat es eine alte Treppe. Und wieder perfekte rechtwinklige Felswände. Und die Anlage ist riesig. Über 90 Grad. Das war doch der Papst, auch der Benedikt. Ja. Das war komplett rechtwinklig rausgeschnitten. Ja. Und da ist ein Gesicht noch hier, gell? Jesus. Ja, Jesus aber. Jesus, könnte der Jesus sein, könnte, ja? Könnte vielleicht mittelalterlich sein. Ja. Ich glaube auch, ja. Von der Struktur her könnte es wirklich Jesus sein. Ja. Das sieht so aus in der Richtung. Oder? Und das, was als Jesus dargestellt wird. Ich bin der Höhlengeist. Wahnsinn. Komm, mein Höhlengeist. Komplett im rechten Winkel rausgeschnitten. Ich denke mal, von oben wird es aussehen hier wie ein Stern. Wow, gigantisch. Schaut euch mal diese Blöcke an. Vielleicht haben es auch Kinder gemacht. Sieht aus wie der Teufel. Ja. Dass es rausgehauen ist. Schau mal, das sieht man, das ist mit dem Meißel rausgeschlagen. Also die Löcher. Die sind Löcher, ja, die sind. Bei manchen weil das ja so, solche, als Klettergarten wird es ja auch viel benutzt. Naja, weißt du, als Klettergarten. Ja. Und dann hat man diese, denke ich mal. Es wurde teilweise auch als Kletterwand benutzt. Aber diese Präzisionsarbeit von den rechten Winkeln ist der Wahnsinn. Schaut mal, perfekt rausgeschnitten. Es wirkt, als wären diese Blöcke gesetzt. Und hinten. Ja. Weißt du, der Witz ist ja, jetzt sieht man es hier an den Ecken. Wenn du damit zwecks Abbau, weißt du, dass du da ja, klar. Dann kannst du ja gar nicht so wie das hier. Schau mal, da geht es oben und rechts. Das ist ja Schwachsinn. Weil mit dem Rotschmeißer müsste ich irgendwie runterfallen von mir. Ja. Sägeblatt oder was ist denn? Wir haben es die wirklich solche Teile aneinander gesetzt, das ist durchaus möglich.
Mir wohl das Swingfest hier. Also es hat immer so ein Tannenbaummuster, wenn du das so siehst, ja. Und halt über 90 Grad Winkel, das macht die Natur nicht. Vielleicht haben sie den Energiefluss angegeben, weißt du? Die Richtung vom Energiefluss. Durch diese Schraffierungen, weißt du? Die sind nicht einheitlich, das ist das Problem. Also ich würde jetzt sagen, es war für irgendein Laser oder was das Teufel, was das Bild hat. Ja, warum tut man diesen Felsen schraffieren und diesen hier nicht? Also kann man den mal 10, 15 Meter geht's. Das ist ja die Frage. Und auch hier sind diese zwei Wände schraffiert. Und diese Wand wieder nicht. Da hat er jetzt ein bisschen nach hinten versetzt, aber die Schraffur geht hier komplett weiter. Komplett durch, gell? Wir haben geschaut, dass es auf der gleichen Spur bleibt. Ja. Ist aber weiter nach hinten. Finde interessant. Ja, die haben sich die Mühe gemacht, das komplett durchzuschraffieren. Ja. Leichtere, seltsam. Wieder rechtwinklig rausgeschnitten. Und interessant ist, dass diese Wand schraffiert ist und diese Wand wieder nicht. Ja, das hat wahrscheinlich auch eine Bedeutung. Ja, und hier siehst du auch wieder, wie im 90-Grad-Winkel rausgeschnitten. Ja. Ja, aber perfekt. Perfekt rausgeschnitten. Ja. Und wir wissen nicht nochmal, wie tief das geht. Da kann ja auch schon viel Humus drauf liegen und Erde. Oh, da ist eine Kamera. Sehr tief sogar. Wir haben ja eine Spalte entdeckt und diese Spalte, man könnte jetzt sagen, ja, das war eine Frostsprengung, irgendwann mal hat der Frost hier den Stein abgesprengt, aber geht kerzengerade durch und ist mittlerweile mit Sand oder mit Sandstein, also Sandsteinsand aufgefüllt, aber es geht runter, ganz durch und im weiteren Verlauf, wenn du nach vorne peilst, Dami, dann kommt es genau zu dieser Spalte. Also exakte Ausrichtung, beide diese Felsen. Die Spalte ist ungefähr 4 Meter breit, ja. Und an der höchsten Stelle, sagen wir mal, 1,50 Meter hoch. Ja, der ganze Felsen hier wurde bearbeitet. Und jetzt ist es geschmolzen, ja. Naja, vielleicht haben sie den Felsen verformt, weißt du? Oder zerstört von oben. Oder gegossen. Oder so, ich denke jetzt Zerstörung. Das ist nur noch die gleiche Spalte. Wieder, dass diese Felswand so bearbeitet wurde, dass sie auf jeden Fall ostwestlich ausgerichtet wurde. Das haben wir ja so oft bei unseren Anlagen. Und dass sie ja eben auch wieder so spitzwinklig verläuft. Also nicht im rechten Winkel, sondern eben spitzwinklig. Vielleicht kann es sein, dass es ein Marker ist und irgendwo hinfällt. Möglich. Also es sieht natürlich schon wieder aus ein bisschen wie ein Marker. Ja. Da könnte man mal schauen auf der Schummerungskarte oder Reliefkarte, wohin das eventuell peilt. Wenn das
eine Peilfunktion wäre. Ich bin mal leider auf der Reliefkarte nichts. Ach so, schön. Also ich sage, es führt da drüber zu dieser, würde man sagen, möglicherweise auch Stufenpyramide kann. Mhm. Da können natürlich auch irgendwelche Zugänge oder Kammersysteme gewesen sein, weiß man ja nicht. Ja, auf der anderen Seite sind unsere Einstellungen. Weil schau mal, das ist so auffällig, ja, dass hier dieser Stein, dieser Fels so bearbeitet wurde, so isoliert darstellt. Hier da vorne haben wir auch wieder so eins, das ist ja wahrscheinlich auch nicht im rechten Winkel, oder ist ja im rechten Winkel der nächste? Der ist, glaube ich, im rechten Winkel. Okay, aber der ist schon sehr markant. Also wir haben einige Teilsteine, haben wir einige hier, aber ich vermute, es ist ein Teil von irgendwas. Schau mal jetzt, wenn du jetzt die geometrische Ausarbeitung siehst, die geht auch plötzlich hier wie so ein Dreieck. Und Fischgrätenmuster. Jede Menge. Ja. Ja. Aber wir haben ein richtig schönes Fischgrätenmuster. Wahnsinn, schaut euch diese Felswände an. Fällt dir was hier auf? Diese Wand hat ein völlig anderes Muster wie die linke Wand. Die geht alles in die gleiche Richtung, ja, ziemlich. Und das in die andere Richtung, ja. Durcheinander. Aber trotzdem exakt, es ist nicht keine Überschneidung. Ich sag mal, 12 Meter. Ja. Und Thomas, guck mal. Schaut mal, diese Wellen. Ist alles dekorativ gemacht worden. Sieht voll verrückt aus. Komplett durchraffiert. Das ist alles, das aussieht. Alles durchschraffiert. Wahnsinn. Mir stellt sich immer noch die Frage, wer hat das gemacht? Zu welchem Zweck? Also für mich ist das hier alles dekorativ angelegt worden. Thank you.
Warte, da kommen wir später noch hin. Auf die ist vorbereitet. Was ist denn noch Brot? Das ist die Ersatzfeuerstelle. Die richtige Feuerstelle ist wohl noch ein Stück weiter hin. Ja, haben wir Grille. Jetzt werden wir die Woche an der Feuerstelle bei uns hin. Wir haben halt auch wieder so extrem. Oh Gott. War wieder gestoppt worden. Ja. Alles so krank. Und eine Rille haben wir gefunden. Bis jetzt, das ist die erste heute. Jahrtausend alte Bauwerke. Schaut mal, wie tief es da runter geht. Ja, und überall sind noch Schraffierungen. Es geht noch viel tiefer in den Boden. Ist alles durchschraffiert. Das meiste ist hier schon unter der Erde. Das könnt ihr vielleicht noch ein paar Säcke sammeln. Da ist ja auch ein Licht oder so. Eine Kammer, jawohl. Wir haben hier eine Kammer. Ach was. Kannst du mal reingehen. Was ist denn jetzt da? Die Mauer ist das Original oder ist das Beton? So, ich gehe jetzt mal da runter in die Kammer und leuchte die mal aus. Soll ich die Kamera da halten? So, jetzt bin ich erstmal drin. Oh ja, die Wolle komplett aus dem Felsen rausgeschlagen. Hier ist auch alles schraffiert. Alles schraffiert hier in der Kammer. Und hier hat sie so Löcher. Hier ist kein Beton. Die ist original rausgehauen. Ja, hier sind vielleicht ein paar Ziegelsteine und Eisen. Scharniere aus Eisen. Also kann sein, dass man. Da ging wahrscheinlich so ein Gitter dran oder so. Ja, das war mal abgeschlossen früher. Hier sieht man überall noch Mauerwerk rausgucken. Und überall sind diese großen Steine hier. Ja. Und die ziehen sich jetzt hier auf diesen Hügel. Und das war hier wahrscheinlich ein Kern.
Und hier war die Kammer. Die ist hier schon eingefallen oder man hat sie abgetragen. Ja, das war hier die Kammer. Auf diesem Kern sind hier lauter Steine. Schaut mal, da sind Muster, Pyramidenmuster, Quadrate sind hier drin, in diesen Steinen. Ja, man hat dieses Bauwerk auch hier zerstört. Hier liegt alles rum. Hier vor Zuski. Ja, und da kommen noch mehr, ne Mario? Komplett. Ja. Ritzlei. Überall Muster im Stein. Daneben. Hier. Jetzt eine Rille. Hier, guck. Ja, keine Bohrung, eine Rille, schau. An dem geht's weiter hier. Die sind alle zerbrochen. Keine Ahnung, was das ist. Hier haben wir wieder Muster im Stein. Man hat das alles zerstört. Ja, damit man es nicht mehr erkennt. Trümmerfeld. Ganz tolle Entdeckung gemacht. Ja, das war jetzt mit Humus, mit Laub und mit Erde generell bedeckt. Aber schau mal, das ist ja, also die ist quadratisch, hat hier einen Falz und hier ist jetzt plötzlich wie so eine Halsform, ja, so die einen leichten Bogen macht, yeah. Aber sie hat hier Schraffierungen, also es muss ein uralter Stein sein. Es gibt noch mehr Funde, schaut mal, ich habe jetzt hier einen Lochstein gefunden. Hier kann man wunderbar durchgucken durch dieses quadratische Loch und hier hat es ein rundes, ne, auch quadratisch. Hier seht ihr auch überall Spuren. Auch hier wieder schön rausgearbeitet, dieser Stein. Liegt auch hier schon lange. Überall hat es solche kleinen Näpfchen in diesen Sandstein. Auch interessant. Und hier vorne, schaut mal, ist auch ein großer Stein. Hat hier auch ein Loch. Bohrung aus. Interessanterweise sieht man hinten noch die Spuren. Wenn das ein rotierender Bohrkörper gewesen wäre, müsste es rund sein. Aber es sieht aus wie so einzelne, ja, kleine Vierecke oder was immer. Aber das ist keine Kernbohrung gewesen sein, weil die ist ja innen hohl, da bricht was. Ja, gut. Und okay. Verziert ist es auch hier an der Seite. Ja, genau. Das scheint auch vom Werkzeug zu sein. Also was das ist, keine Ahnung. Ja, und hier haben wir dann. Genau hier genauso. Hier haben wir auch wieder die Bookmarks, die Sawmarks. Aber hinten wird es noch interessanter in der zweiten. Auch die entsprechenden Sachen. Ja, hier liegen auch solche Steine bearbeitet. Und da hinten habe ich mal einen ausgegraben, das ist ein Fünfeckstein mit Spitzen und stumpfen Seiten. Dieser? Ja. Ja, Pyramidenstein. Und auch wieder exakt gerade Wände.
Absolut. Aber exakt gerade. Nicht von alleine. Und ich komm gleich da mal. Pass mal auf. Dami, die Fuge ist schraffiert innen. Das habe ich das einzigste Mal gesehen in Bad Dürkheim. Zwei verschiedene. Kannst du noch mal so, dass der Schatten, dass sich die Schraffuren sind? Und hier sind Treppen oder Sitzflächen. So. Guck mal, das ist der Hammer. Ja, ja. Und wie weit geht es bis dahin, bis hinter? So. Schau mal, die Spalte ist schraffiert. Das ist der Hammer. Guck ich mal im Licht. Wie geht das besser? Und das ist ja wie mit so einem Werkzeug, so halb. Also das sieht aus hier wie so ein Sitz, als würdest du da sitzen und die Energie aufsaugen. Schau mal hier oben. Ja. 90 Grad Winkel, der ist fast so spitz, du kannst dich fast so schneiden drin. Ja, vor allem dieser Bogen hier. Also das könnte jetzt hier eine Kreissäge gewesen sein. Ja. Könnte. Ja. Wenn man guckt, hier macht so einen Bogen hier. Ja, hier auch. Aber schau hier, diese Sommax hier, die hast du im Osiris-Schacht in Ägypten auch im Brian Foster-Video drin. Aber auch hier diese Kante. Auch diese Kante. Ja, also maschinell hat man es wahrscheinlich hier schon bearbeitet. Das muss man. Musch, anders kriegst du es so nicht raus. Weil das hier sieht fast aus wie, vor allem man beachtet diese schwarzen Spuren, ich dachte zuerst, das ist Ruß, ist es aber nicht. Ja. Sieht eher nach verbrennten Brennungen aus, oder? Und hier nee, diese, beim Sandstein ist es meistens eine Schicht, eine Schutzschicht. Der entwickelt mit der Zeit eine Schutzschicht. Das habe ich im Sandsteingebirge auch schon gefunden. Aber nur an gewissen Stellen. Ja, an gewissen Stellen auch noch, ja. Also hier sieht es zunächst fast aus wie eine Fräse, ja, weil wir hier den gleichen Bogen wie da. Aber das hier, das ist schraffiert, die Seite, die Innenwand. Das muss man von außen schauen. Du musst mal von außen schauen. Tatsächlich, ja. Was für ein Zufall. Schaut mal, hier steht Waldgeist. Ja? Als hätte man schon gewusst, dass der Waldgeist doch mal herkommt. Ja? So ein Zufall. Ja? Auch der ist bearbeitet. Sieht hier eindeutig. Siehst du? Überall Bearbeitungsspuren. Ja, wir haben jetzt hier diesen Stein frei gemacht und dann kommt dieses Muster hervor. Wunderschön. Schaut mal, wie der Baum hier in den Fels reingewachsen ist. Ein Loch einfach rauskratzen und hier das Zeug liegen lassen. Warum? Kraftort. Man erreicht jemand sein Leben. Du musst aber auch so was, Hier liegt ein weiterer Stein, der so Muster hat hier. Hier hat es ein altes Bauwerk. Obwohl, es sieht schon sehr alt aus. Ja, hier haben wir wieder diese Strukturen. Ja, das sieht man hier, aber die Rille und hier daneben nochmal eine Rille, aber das ist eindeutig
maschinell hier eingebracht worden. Mhm. Ist auch leicht abgerundet. Auch hier, oder? Schau mal, dieser Absatz. Auch dieser Absatz, der hervorsteht. Das ist. Ja, sind hier zwei Absätze. Ja, genau, so ein schräger Absatz. Da ist das ein Muster. Eindeutige Mauer, die ist hier hochgemauert. Zieht sich hier entlang. Eine ganze Erhebung hier. Sie werden es nicht hinkriegen. Also. Aber danke, dass ihr darauf achtet, dass ich nicht verloren bin. Hier war die Öffnung, hier war die Kammer. Hier ist der Deckenstein noch. Der Deckstein. Und da vorne liegen überall Steinfunde. Hier, das war auf jeden Fall ein größerer Kern. Wunderbare Strukturen im Stein hier. Auch dieser Stein. Wenn man das Moos entfernt, findet man immer mehr Spuren. Also wir hatten ja hier in Nürnberg auch dieses sogenannte Himmelsspektakel über Nürnberg, was natürlich ein Uferlebnis war, oder Uferbeschreibung vom Glaser damals. Interessanterweise ist auf der Darstellung eigentlich die Nürnberger Burg nicht vorhanden. Ja, und ist die Frage jetzt, warum haben sich über Nürnberg zwei Flotten, so wie es aussieht, bekriegt? Was ist hier in Nürnberg gewesen, das so interessant gewesen ist, dass man 1561 so einen Krieg geführt hat, der offensichtlich auch Trümmer hinterlassen hat. Der Legende nach wurden die dann in den Felsengängen irgendwie spezielle Hohlräume gebaut oder es ging irgendwie tiefer runter. Ja, das sind alles so Dinge, die man noch genauer analysieren sollte. Ja, an dieser Stelle sagen wir dann tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.